Wir stehen hier vor der Martin-Luther-Kirche in Gütersloh. Das ist so im Herzen der Stadt. Ich bin die Küsterin und mein Name ist Adelheid Kadauke. Als Küsterin sorge ich dafür, dass der Blumenschmuck auf dem Altar steht, dass die Lichter angemacht werden vor den Gottesdiensten, die Kerzen und die Lautsprecheranlage und alles, was halt zu dem Gottesdienst dazugehört, muss halt in Ordnung sein. Ich heiße Ernst Großfeld und wir sind hier in der Martin-Luther-Kirche, in der ich 1950 konfirmiert wurde. Diese Kirche besteht im nächsten Jahr 160 Jahre. Architekt war der Christian Heiden, der auf seine Initialen auf dieser Säule verewigt hat. Und auf der anderen Säule sind die Initialen der ersten Pasteure dieser Kirche in Gütersloh. Und sie hatte zu Anfang ca. 1500 Plätze. Das bedeutet, dass 1861 Gütersloh ca. 5000 Einwohner hatte. Und wenn dann Gottesdienst war, zum Beispiel zu den hohen Feiertagen, Weihnachten, Pfingsten und Ostern, dass dann fast ein Drittel der Bevölkerung in der Kirche war. Nach dem Krieg sind die Bänke etwas bequemer geworden und man kann hier besser sitzen und die Sitzzahl hat sich jetzt auf rund 1200 Plätze ermäßigt. Wir stehen hier an der bekannten und größten Orgel des Kirchenkreises Gütersloh, eine Steinmeier-Orgel. Sie ist vor 2 Jahren gründlich überholt worden, weil ein Teil der Pfeifen angefressen waren vom Bleirost. Jetzt in der Corona-Phase ist es natürlich so, dass man nicht die Kirche voll machen darf. Wir haben da jetzt so 80 Sitzplätze gekennzeichnet und da müssen auch Maßnahmen getroffen werden. Vor dem Gottesdienst müssen die Leute sich die Hände desinfizieren, die müssen Mundschutz tragen und dürfen auch nur auf Abstand reinkommen. Und jeder Besucher wird auch registriert.